Danke, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, der Vorschlag ist im Moment, die 20 Minuten überzogene Redezeit heute nicht den Oppositionsfraktionen zuzuschlagen, sondern das morgen mit zu verrechnen. Es ist ein Vorschlag, den ich Ihnen gerade unterbreite, Herr Rudolph. Wenn Sie damit einverstanden sind, verfahren wir. Sind Sie nicht mit einverstanden, dann machen wir das natürlich anders. Dann wachsen hiermit den Oppositionsfraktionen 6,5 Minuten Redezeit zu. Danke für die Intervention, Herr Rudolph. Und ich erteile das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der LINKEN, Herrn Van Ooyen. Bitte sehr. Darf ich Ihnen das noch übergeben? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man die politischen Debatten dieses Jahres zusammenfassen will, so kann man für weite Teile der bürgerlichen Parteien dies mit zwei Sätzen tun. Deutschland geht es gut. Wir haben jetzt auch noch gehört, Hessen geht es gut. Und wir schaffen das. Beide Sätze müssen für viele Menschen geradezu wie ein Hohn sich anhören. Denn obwohl die Wirtschaft wächst, Jobs entstehen, ändert sich an der tatsächlichen Lebenssituation vieler Menschen konkret nur recht wenig. Vielen Menschen geht es nicht gut. Trotz Wirtschaftswachstum, zusätzlicher Jobs und Mindestlohn müssen viele eben weiter jeden Euro zweimal umdrehen. Und trotz der positiven Zahlen blicken viele Menschen eben weiter in eine ungewisse Zukunft und können nicht davon ausgehen, dass ihre Rente eines Tages reicht, um ihren Lebensstandard zu sichern oder ob ihr Job auch künftig erhalten bleibt. Die Meldung, dass VW Zehntausende Jobs abbauen wird, ist sicherlich allen hier präsent. Was das aber für die 5.700 Leiharbeiter bedeutet, kann man nur sich schwer vorstellen. Bei VW jedenfalls werden sie kaum noch einen Job haben. Der Aktienkurs übrigens des Autoherstellers stieg am vergangenen Freitag wegen dieser Nachricht zeitweise um 2,1 %, und VW war damit einer der größten Gewinner im DAX. Deutschland geht es gut, können also wenigstens die Aktionäre von VW sagen. Genau dieser Widerspruch zwischen der von den Regierenden empfundenen Wohlstand und Prosperität und der tatsächlichen Unsicherheit und Perspektivlosigkeit zum Teil, wie sie viele Menschen erleben, ist die entscheidende politische Frage unserer Zeit. Während die politischen und wirtschaftlichen Eliten sich gerade in Deutschland damit zufrieden geben, dass die wirtschaftliche Lage ganz anders als in weiten Teilen Europas übrigens hierzulande geradezu erstaunlich positive Zahlen liefert. Doch kommen diese Ergebnisse bei vielen Menschen schlicht nicht an. Im Gegenteil. Der Soziologe Oliver Nachtwey beschrieb das, was viele Menschen heute erleben, in seinem Buch »Die Abstiegsgesellschaft über das Aufbegehren in der regressiven Moderne« als einen Rolltreppeneffekt. Unser Bundespräsidentschaftskandidat Prof. Dr. Christoph Butterwegge nennt dies den Paternoster-Effekt. Die Gesellschaft der alten Bundesrepublik entsprach noch dem, was Ulrich Beck mit einem Fahrstuhl verglich. Bei einer relativ stabilen sozialen Ungleichheit ging es für alle allmählich aufwärts. Wirtschaftswachstum brachte steigende Einkommen für alle, und die Sozialsysteme sicherten viele Menschen vor den gröbsten Lebensrisiken ab. Die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs war eines der zentralen Versprechen der alten BRD, und tatsächlich wurde es oft eingelöst. Aus dem Käfer wurde ein Audi, aus Facharbeiterkindern verstärkt Akademiker. Heute dagegen müssen die Menschen anrennen gegen eine Rolltreppe, die sich stetig nach unten bewegt, und alle, die still stehen bleiben, weil ihnen schlicht die Luft ausgeht, werden unbarmherzig nach unten abgeschoben. Der gesellschaftliche Fahrstuhl ist stecken geblieben. Uni-Abschlüsse bedeuten nicht mehr automatisch Status und Sicherheit. Arbeitnehmer bekommen immer weniger vom großen Kuchen ab und können auch nicht davon ausgehen,
dass es ihren Kindern einmal besser haben werden als sie selbst. Während es Deutschland angeblich gut geht, erleben viele Menschen eben genau dies nicht. Sie sind eben nicht Teil der Gesellschaft, in der Wachstum auch Wohlstand bedeutet, sondern fühlen sich verunsichert durch Entwicklungen, die vermeintliche Gewissheit massiv infrage stellen. Die Menschen spüren, dass die herrschende Politik unsere Gesellschaft spaltet. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht nur in Deutschland beachten, sondern auch in den USA sehen. Dort gibt es schon lange eine große politische und soziale Spaltung zwischen den urbanen Wirtschaftszentren und dem, was viele in den USA als Flyover Country nennen. Gerade in diesen Staaten haben nun nicht einmal unbedingt bitterarme Menschen einen Präsidenten gewählt, dessen Rechtspopulismus selbst Horst Seehofer geradezu moderat rausstehen lässt. Das war nicht unbedingt anders zu erwarten, da diese Staaten alles andere als Swing States waren. Viel interessanter ist aber die Frage, warum im sogenannten Rust Belt Donald Trump von vielen gewählt wurde. Angesichts der relativ niedrigen Wahlbeteiligung war das vielleicht entscheidend. Andererseits aber auch die Tatsache, dass ein Teil der Wähler sich für den Kandidaten entschieden hat, der ihnen versprach, die Arbeitsplätze zurückzubringen, die ihnen in den letzten Jahrzehnten von einem Kapitalismus, der auf gnadenlose internationale Konkurrenz setzt, vernichtet worden sind. Sie entschieden sich für den Kandidaten, der ihnen versprach, dass wieder America First gelten würde, der versprach, dass der Staat die Infrastruktur wieder in Ordnung bringen würde. Diese Menschen sind teilweise arm, teilweise haben sie auch noch einen gewissen Wohlstand, viele dieser Wähler verbinden aber eine gefühlte und teilweise auch reale Angst vor dem sozialen Abstieg. Und genau das gleiche Motiv der Abstiegsangst sehen wir auch in Großbritannien. Bei denen, die sich vermeintlich gegen Europa entschieden haben, auch hier haben viele Menschen für den Brexit gestimmt, weil ihnen von Rechtspopulisten versprochen wurde, dass sie endlich Schluss gemacht wird mit der Sparpolitik und nun sei endlich Geld da, um die sozialen Probleme anzugehen, etwa im Gesundheitsbereich. Ich gehe aber davon aus, dass diese Menschen getäuscht wurden. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien werden die Rechtspopulisten eben nicht eine Politik für die Mehrheit der Menschen machen. Sie werden weiter einen Kurs fahren, der die soziale Spaltung weiter vertieft und die Reichen reicher macht. Diese Täuschung der Menschen ändert aber nichts daran, dass es offensichtlich Rassisten und Nationalisten gegenwärtig gelingt, das gesellschaftliche Klima in ihrem Sinne zu verändern. Es entsteht ein gesellschaftliches Klima, in dem eine mehr oder minder große Minderheit – es geht hier in Deutschland um ein relativ stabiles Spektrum von Menschen mit klar gefestigten Einstellungen, die man als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen muss – gelingt es, die politische Debatte auf ihre Themen zu lenken. Es geht dabei um Einstellungen, die sich gegen Menschen unterschiedlicher Religionen, Herkunft, sexueller Orientierung, Weltanschauung oder anderer Eigenschaften, die zu einer vermeintlichen Gruppe der angeblich Andersartigen gemacht werden, die sich dagegen richtet. Konkret äußert sich das mittlerweile immer deutlicher in einer politischen Öffentlichkeit, etwa wenn Menschen gegen Lehrpläne protestieren, Herr Schäfer-Gümbel hat darauf hingewiesen, weil diese die Akzeptanz sexueller Vielfalt fördern wollen. Oder wenn Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, bereits bei der Ankunft zur ersten notdürftigen Unterkunft von einem brüllenden Mob bedrängt werden. Man sieht es, wenn der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer darüber schwadroniert, dass der schlimmste Flüchtling ein Fußballspielender, ministrierender Senegalese sei, der schon über 3 Jahre da ist, weil man den nie wieder abschieben könne. Ganz so, als sei in Deutschland für diese Menschen kein Platz. Und gerade in der Union gab es und gibt es Menschen, die genau ein solches Klima schaffen wollen. Damit meine ich nicht nur einen Martin Hohmann, der sich unverhohlen antisemitisch äußert, und nun bei der Bundestagswahl für die AfD antritt. Und ich meine auch nicht nur Menschen wie Herrn Irmer, der immer wieder durch seine Veröffentlichung deutlich macht, wes Geistes Kind er ist.
Es geht eben auch darum, dass in diesen Zeiten die CDU in Hessen darauf besteht, dass der Landtag eine Anhörung zum Thema Linksextremismus macht, ganz so, als sei das überhaupt und gerade jetzt ein drängendes politisches Thema, wo wir ein flächendeckendes Wiedererstarken faschistischer und rechtsradikaler Parteien und Gruppen erleben. Weder den Menschen, Herr Bellino, die sich von den neuen und wiedererstarkten alten Rechten bedroht fühlen müssen, noch den Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben, ist mit derlei Spielchen irgendwie geholfen. Die große Frage ist, was denn nun zu tun ist, um gegen die Vergiftung des politischen Klimas anzugehen. Und ich denke, im Kern ist die Antwort klar. Wir müssen aufhören, uns immer nur darauf zu konzentrieren, was diejenigen, die aus besonders großer Lautstärke gerade besonders viel Aufmerksamkeit generieren, fordern. Wir müssen unsere Alternativen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft wieder in den Vordergrund stellen. Deshalb auch unsere konkrete Forderung: Mit der Abschiebung muss endlich Schluss sein. Jenseits der politischen Farbenlehre müssen wir um politische Konzepte natürlich ringen. Es nützt niemandem, wenn sich vor Wahlen politische Parteien dazu verabreden, Koalitionen einzugehen, ohne dass überhaupt klar ist, was diese politischen Parteien in diesen Koalitionen umsetzen wollen. Denn es geht im Kern bei der Politik nicht um die Frage, welche Personen gewählt werden, sondern darum, wie die Gesellschaft, in der wir leben und leben wollen, aussehen soll. Bernie Sanders hat in den USA das vorgemacht. Ein älterer, bekennender Sozialist hat im Vorwahlkampf viele junge Menschen dafür begeistert, gemeinsam über politische Visionen für ein besseres Leben zu diskutieren und zu streiten. Das ist sehr wichtig, dass er das mobilisieren konnte. Und auch wenn es nicht dazu geführt hat, dass Sanders der 45. Präsident der USA geworden ist, die politische Revolution, von der Sanders sprach, hat in den Köpfen dieser jungen Menschen erst begonnen. Das zeigen die aktuellen Demonstrationen in den USA. Denn es ging ihm nicht darum, die Revolution anzuführen, sondern darum, diesen Menschen zu zeigen, dass sie gemeinsam die Einzigen sind, die politische Veränderung bewirken können. Es ging darum, dass ein Einzelner nie eine Revolution anführen kann, sondern darum, dass viele zusammen eine Revolution voranbringen können. Das Beste, was Sanders erreichen konnte, hat er vielleicht erreicht, ohne Präsident zu werden. Er hat junge Menschen dazu gebracht, sich für eine andere Gesellschaft stark zu machen. Und damit, meine Damen und Herren vom Verfassungsschutz, das wollte ich doch noch einmal loswerden, die Sie ja gerade sicherlich besonders gut zuhören, weil ich das Wort Revolution in diesem Absatz so oft verwendet habe. Ich empfehle Ihnen, sich die Kampagne von Bernie Sanders anzusehen, der gerade erst ein Buch mit dem Titel Our Revolution, A Future to Believe In veröffentlicht hat. Damit Sie das lesen. Ich hoffe, die pädagogischen Akzente werden nicht überhört. Das heißt aber eben auf der Ebene der hessischen Landespolitik genau das nicht zu tun, was die schwarz-grüne Landesregierung tut, nämlich die vollständige Nivellierung der Unterschiede zwischen bürgerlich-konservativen und ökologisch-neoliberalen Positionen herzustellen. Zwischen Union und Grünen passt in Hessen nicht nur kein Blatt, zwischen Schwarz und Grün gibt es auch keinen Unterschied mehr. Und man muss von diesem Bündnis den Eindruck haben, dass es dabei nicht mehr um politische Inhalte geht, sondern lediglich darum, ein möglichst harmonisches Bild abzugeben, um im nächsten Jahr die Blaupause für die Regierungsbildung in Berlin abzugeben. Mit den Ängsten und Nöten der Menschen hat dieses Regierungsbündnis eben nichts mehr zu tun. Nehmen Sie einfach mal den zentralen grünen Themenblock der Landespolitik, etwa die Verkehrspolitik. Da ist beim Frankfurter Flughafen faktisch nichts herausgekommen als eine breit angelegte Kampagne
zur Lärmvertuschung, Lärmverschiebung, Lärmpause. Alles unter dem Strich nichts, was den Flughafen irgendwie begrenzt. Alles lediglich Maßnahmen, die mehr oder minder verschleiern, dass der Frankfurter Flughafen und mit ihm die Lärmbelästigung weiter wachsen wird. Oder ein weiteres Problem der Verkehrspolitik. Da wird immer gern von der notwendigen Verkehrswende gesprochen. Passiert ist faktisch nichts. Das heutige Versprechen in 5 Jahren dafür 121 Millionen € für den öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung zu stellen, wird daran nichts ändern. Oder die Energiewende, wo wir weder mit dem Ausbau noch mit der Akzeptanz von Windenergieanlagen weiterkommen, weil die Landesregierung weiterhin nicht dafür sorgt, dass die Kommunen selbst an der Energieversorgung beteiligt werden. Ein weiterer Beleg ist sicherlich mit dem Haushaltsantrag, den die grün-schwarze Regierung jetzt eingebracht hat, wie man die Fraktion, Entschuldigung, mit dem Haushaltsantrag, der den Orwellschen Überwachungsstaat weiter voranbringen soll, in dem die Videoüberwachung massiv ausgebaut werden soll. Was gelten noch grüne Positionen? Oder nehmen Sie die Integrationspolitik. Auf der einen Seite gibt diese Landesregierung, da haben Sie recht, Herr Ministerpräsident, ja sehr viel Geld aus für die Integration. Auf der anderen Seite gab es bisher aus Hessen keinen Widerstand gegen jede noch so brutale Asylverschärfung, die sich AfD und CSU gewünscht haben. Die Abschiebungen werden gefeiert. Angesichts der Kriege und Waffenexporte in aller Welt, die von der herrschenden Politik in unserem Land gewollt wird, ist es zynisch, sich gegen solche Kriegs- und Krisengebiete als sichere Herkunftsländer abzuschotten und den fliehenden Menschen eine von ihnen angestrebte Zukunft zu verweigern. Nach unserer Auffassung ist es notwendig, den Blick auf diese Fragen zu ändern, in dem Sinne, dass das Problem Migration dem Recht auf Freizügigkeit Platz machen sollte. Kein Mensch hat den Ort, an dem er geboren wird, ausgesucht oder sucht diesen aus. Jeder Mensch hat den Anspruch darauf, den Ort, an dem er leben oder besser leben und nicht sterben möchte, frei zu wählen. Das ist meine Überzeugung. Deshalb ist der Türkei-Deal, den Europa und vor allen voran Deutschland mit dem Diktator Erdogan geschlossen haben, eine weitere Ermutigung für Mauern und Stacheldraht in Europa und kein Zeichen von internationaler Solidarität. Angesichts von über 4.100 Menschen, die bereits in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunken sind, gegenüber, ich will das nur erwähnen, 2.800 im vergangenen Jahr, ist es an der Zeit, sichere Fähren für die Geflüchteten zu organisieren. Aber auch bei ganz anderen Themen sieht man, wie die Politik der schwarz-grünen Landesregierung konkret aussieht. Letzten Donnerstag gab es aus der hessischen Landesregierung 2 Meldungen, die mir besonders aufgefallen sind. Zum einen ging es um windige Geschäfte deutscher Großbanken und internationaler Konzerne. Bei diesen sogenannten Cum-Cum-Geschäften besteht im Grunde Einigkeit unter allen, dass sie lediglich dazu dienen, die Steuerlast von Finanzmarktakteuren zu reduzieren. Der hessische Finanzminister hat deshalb auch bereits im Mai dieses Jahres erklärt, dass diese Geschäfte für ihn, ich zitiere, reine Steuertrickserei auf dem Rücken der Gesellschaft seien. Mit einem Schreiben des Bundesfinanzministers wurde nun aber genau dieses Geschäft auf dem Rücken der Gesellschaft rückwirkend legalisiert. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks dürften allein die Cum-Cum-Geschäfte der Commerzbank den Staat jährlich mindestens 2-stellige Millionenbeträge gekostet haben. Herr Dr. Schäfer ist im Augenblick nicht da, aber vielleicht kann man es ihm übermitteln. Ich weiß nicht, ob Sie bei der Commerzbank noch Bekannte aus Ihrer Zeit haben. Aber falls dem so ist, sollten Sie sich mindestens einmal dafür bedanken lassen, dass Sie die Cum-Cum-Geschäfte nicht weiter verfolgen wollen. Die zweite Meldung von letzten Donnerstag aus der Landesregierung, die ich ansprechen möchte, ist die, dass Ministerpräsident Bouffier nach seinen Besuchen bei den Großbanken in New York gute Chancen sieht, Finanzdienstleister ins Rhein-Main-Gebiet zu locken.
Meine Damen und Herren, das meldet die Hessische Landesregierung am gleichen Tag, an dem sie auch eingesteht, dass Großbanken und Investoren für Steuertricksereien auf dem Rücken der Gesellschaft in Hessen nicht zur Kasse gebeten werden. Beim Umgang mit Großbanken und Steuerbetrügern scheitert diese Hessische Landesregierung damit schon an den eigenen moralischen Ansprüchen. So jedenfalls wird man nicht glaubwürdig gegenüber den Menschen, die der Meinung sind, es mit einer insgesamt korrupten politischen Klasse zu tun zu haben. So liefert man nur noch mehr Argumente für diejenigen, die von der Politik enttäuscht sind und sich nicht denen zuwenden, die ihnen versprechen, alles anders machen zu wollen. Denn offensichtlich gibt es einiges, was man endlich grundsätzlich anders machen muss, wenn auch sicher nicht so, wie es sich der Trump... Herr van Ooyen, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Arnold zu? Ja. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. Ich möchte nur ganz gerne fragen zu den von Ihnen erwähnten Cum-Cum-Geschäften. Der hessische Finanzminister hat sich intensiv dafür eingesetzt, dass durch eine Änderung des Einkommensteuergesetzes hier diesen Geschäften nachhaltig ein Ende bereitet wird. Ist Ihnen das bekannt, und würden Sie das auch so zugestehen? Pardon. Herr Dr. Arnold, ich habe das zugestanden, indem ich den Minister im Mai zitiert habe, wo er das sehr ausdrücklich noch einmal sagt. Allerdings die Presseerklärung vom letzten Donnerstag ist eine andere. Da bejubelt er im Grunde genommen mehr oder weniger das, was Schäuble dort vorgeschlagen hat. Also von daher glaube ich, muss man beides. Gut, ich will keine Ursachenforschung machen, aber ich glaube, dass hier sehr deutlich geworden ist, dass im Grunde genommen eine solche Situation gemeinsam mit der Einverleibung oder dem Versuch, Menschen und vor allen Dingen Banken nach Hessen zu holen, natürlich auch ein Signal dafür ist, dass man möglicherweise eine andere Umgehensweise, sozusagen einen Standortvorteil, wieder hier instrumentalisiert hat. So jedenfalls wird man nicht glaubwürdig, denke ich, denn offensichtlich gibt es einiges, was man endlich grundsätzlich anders machen muss, wenn auch sicher nicht so, wie gesagt, wie der Trump, die AfD, der Front National oder andere Vertreter rechtspopulistischer und rechtsradikaler Weltanschauungen sich das vorstellen. Und glaubwürdig wird man als Regierung auch dann nicht, wenn man auf der anderen Seite immer davon spricht, warum für bestimmte Dinge Geld ausgegeben wird, auf der anderen Seite dann aber nicht dafür gesorgt wird, dass die Einnahmen, die man eigentlich bräuchte, erhoben werden. Ganz konkret hat diese Landesregierung an ihre Einnahmeverantwortung bei der verfassungswidrigen Erbschaftssteuerreform vernachlässigt. Hier haben sich die selbsternannten Familienunternehmer durchgesetzt. In Wirklichkeit handelt es sich dabei zum großen Teil aber eben nicht um kleine Unternehmen, sondern um Konzerne, die Milliarden wert sind. Unter Zurückstellung aller Bedenken haben sich die hessischen Grünen entschlossen, der Erbschaftssteuerreform im Bundesrat zuzustimmen, die selbst Finanzexperten der GRÜNEN im Bundestag für ungerecht und verfassungswidrig halten. Die hessischen GRÜNEN sind damit im Bundesrat vor der Konzernlobby eingeknickt. Die Kritik der GRÜNEN-Bundestagsfraktion an der Reform der Erbschaftssteuer ist offensichtlich nicht anderes als ein grünes Feigenblatt. CDU, CSU, SPD und GRÜNE nehmen mit der beschlossenen Reform der Erbschaftssteuer billigend in Kauf, dass Milliardenerbschaften und Schenkungen in den nächsten Jahren weiter auf verfassungswidrige Weise geschont werden, bis vielleicht das Bundesverfassungsgericht erneut eingreift, um das zu korrigieren. Damit werden der öffentlichen Hand Steuereinnahmen vorenthalten, die in Ländern dringend für Investitionen in Bildung und Infrastruktur gebraucht werden. Da spricht es auch Bände, dass sich die GRÜNEN auf ihrem Bundesparteitag auf einem windelweichen Kompromiss bei der Vermögensteuer verständigt haben. Denn offensichtlich geht es ihnen überhaupt nicht mehr um die Frage, wer die öffentlichen Ausgaben finanzieren soll, sondern nur noch darum, möglichst für alle Koalitionsoptionen im Bund offen zu sein. Mit dem, was Sie beschlossen haben bei den GRÜNEN, werden Sie sich nämlich selbst mit der FDP auf eine Vermögensteuer einigen können, solange nur als superreich gilt, wer mehr hat als die reichsten Steuerpflichtigen in Deutschland.
Am Ende dürfen dann aber die Beamtinnen und Beamten in Hessen dafür sorgen, dass der Landeshaushalt ausgeglichen ist. Da nützt auch die Mogelpackung der Arbeitszeitverkürzung nichts. Finanzminister Schäfer hat selbst öffentlich erklärt, dass die Beamtinnen und Beamten mit der ausgebliebenen Tarifanpassung und der Kürzung der Beihilfen mehr als die jetzt vorgesehenen teilweise Arbeitszeitverkürzung finanzieren. Von einer Arbeitszeitnormalisierung kann ja auch jetzt noch keine Rede sein, vielleicht aber ja eher von einem Wahlgeschenk. Zumindest fällt es auf, dass die Arbeitszeit erst ab dem 1. August überhaupt verkürzt werden soll, also gerade mal 8 Wochen vor der Bundestagswahl. Zugegeben, ein sehr kleines, aber zu mehr als einem kleinen Geschenk reicht es im öffentlichen Dienst bei dieser Landesregierung ja selbst vor der Bundestagswahl offensichtlich nicht. Denn obwohl die Landesregierung sich ja nun ausführlich dafür feiert, dass sie mehr Stellen schafft im nächsten Jahr, gleichzeitig muss man ganz deutlich feststellen, der Stellenabbau geht weiter. Das klingt absurd, aber es ist so. Die Landesregierung rühmt sich, einerseits zusätzliche Stellen zu schaffen, und setzt aber die Stellenabbauprogramme weiter fort. So etwas schaffen sie zusätzliche Stellen, Herr Ministerpräsident hat darauf hingewiesen, für Professorinnen und Professoren. Das ist im Grundsatz natürlich richtig und angebracht. Allerdings wird man davon an der TU Darmstadt und an der Goethe-Universität in Frankfurt wenig zu spüren bekommen. Denn diese beiden Universitäten müssen Beamtenstellen für Professorinnen und Professoren abbauen. Im Jahr 2017 wird es dann an beiden Hochschulen etwa 10% weniger Professorenstellen geben als noch 2015, wohlgemerkt bei steigenden Studierendenzahlen. Ja, gerade dort, wo es um die Zukunft geht, wird dann eben doch auch in angeblich guten Zeiten von dieser Landesregierung gekürzt. Und so erweist sich die Schuldenbremse bereits heute, wo viele behaupten, die Steuereinnahmen wären besonders gut, als enormes Risiko für die Zukunft. Denn auch die Ausgaben für Investitionen sinken real auf ein gefährlich niedriges Niveau. Anders gesagt, unter der Überschrift der Generationengerechtigkeit führt die Schuldenbremse dazu, dass der Landeshaushalt auf Kosten nachfolgender Generationen schöngerechnet wird. Das ist nicht sparsames Wirtschaften, sondern gefährlicher Bestandsverlust. Und dies alles nur, damit die schwarz-grüne Landesregierung möglichst harmonisch bis zur Bundestagswahl kommt und man ein schönes Modell für Berlin abgibt. Dabei gibt es die politische Alternative. Die politische Revolution, von der Bernie Sanders im Wahlkampf sprach, ist möglich. Wir können die gute Schule für alle schaffen. Wir können die Straßen sanieren, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, die Energiewende und Verkehrswende einleiten. Es ist keine Utopie, dass hessische Beamtinnen und Beamten nicht länger arbeiten müssen als Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern. Dies wäre dann auch, um den Blick auf die 70 Jahre der Hessischen Verfassung zu legen, dann ein Auftrag, die Hessische Verfassung wirklich in ihrer Substanz zu realisieren. Und dafür würden wir uns bei den kommenden Auseinandersetzungen im Haushalt natürlich einsetzen. Wir werden unsere Anträge zur dritten Lesung einbringen. Es besteht also noch Chancen auf Veränderung dieses Haushalts. Vielen Dank. Danke, Herr van Ooyen. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN erteile ich Ihrem Vorsitzenden, Herrn Wagner, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will erst einmal ganz unpolitisch anfangen mit der Rede und mit der Stimmlage, die Kollege Schäfer-Gümbel heute hatte. Das zeigt, Politik wird nicht in sozialen Medien von Bots gemacht. Sie wird schon gar nicht von Robots gemacht, sondern sie wird von Menschen gemacht, und die können sich bei dem Sauwetter auch mal eine Erkältung zuziehen. In diesem Sinne erst einmal gute Besserung, lieber Thorsten Schäfer-Gümbel. Wir führen heute die Generaldebatte zum Haushalt erneut in unübersichtlichen Zeiten. Vor einem Jahr hat uns sehr beschäftigt das Thema Flüchtlinge, die vielen Menschen, die Zuflucht und eine neue Heimat in Hessen und in Deutschland gesucht hat. Und auch dieses Jahr bewegen die Menschen,
wenn wir ehrlich sind als Hessischer Landtag, natürlich auch die Zahlen des Haushaltes, aber sie bewegen auch viele andere Fragen. Sie bewegt die Zukunft Europas, gerade nach dem Brexit-Votum in Großbritannien. Sie bewegt die Menschenrechtslage in der Türkei und die Frage, wo entwickelt sich diese Regierung hin und was hat das noch mit Demokratie zu tun in der Türkei? Sie fragen sich nicht erst seit der Finanzkrise 2009, was hat dieses Wirtschaftssystem, was hat Globalisierung mit mir zu tun? Wo komme ich da vor? Wo findet sich da mein Leben? Sind die Interessen der Menschen gegenüber den Interessen einer globalisierten Wirtschaft noch hinreichend vertreten? Und wenn man dann diese Tage hört, dass eine Konsequenz aus dem skandalösen Abgasmachenschaften bei VW jetzt ist, dass über 20.000 Menschen ihren Job verliert, dann sind diese Fragen auch sehr berechtigt, meine Damen und Herren. Sie fragen sich, wo führt diese Globalisierung hin, wenn sie dazu führt, dass wir teilweise Lebensmittel von zweifelhafter Qualität haben, was ihren Gehalt, was die Gesundheit angeht, aber auch von zweifelhafter Qualität sind, wenn wir uns anschauen, wie sie produziert werden, was es bedeutet für die ärmeren Länder, wo brutale Verdrängungswettbewerbe stattfinden, dafür, dass wir billige Lebensmittel haben. All das sind Fragen, die die Menschen bewegen. Und natürlich bewegt die Menschen auch die Wahl in Amerika und der Ausgang dieser Wahl in Amerika. Und die Frage, warum erleben Populisten in Amerika, aber auch in anderen europäischen Staaten einen solchen Zulauf? Das sind, glaube ich, die Fragen, die viele Menschen sich stellen. Und wir auch als Politik sollten uns diese Fragen stellen. Warum suchen so viele Menschen Antworten bei den Populisten, wo doch diese Populisten zwar zu allem eine Meinung, aber zu nichts eine Lösung haben? Und das ist eine Frage, die richtet sich an Politikerinnen und Politiker. Wir müssen schauen, ob wir immer hinreichend deutlich machen, dass wir uns um die Probleme kümmern, denn das tun wir. Ob wir hinreichend deutlich machen, dass neben all den Fragen und Spezialisierungen, mit denen sich der Hessische Landtag Tag ein, Tag aus beschäftigt, auch die großen Fragen der Menschen auf der Agenda stehen, denn das tun sie. All diese Fragen sollten uns als Politikerinnen und Politiker beschäftigen. Und wir sollten aufpassen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, dass wir nicht leichtfertig die Sprache der Populisten übernehmen. Ja, ich muss das an einer Stelle sagen, so differenziert Ihre Rede ansonsten war. Aber wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig postfaktische Politik vorzuwerfen, dann trägt das, glaube ich, nicht dazu bei, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, den sachlichen Diskurs zu führen. So differenziert Sie ansonsten in Ihrer Ausführung gemacht haben. Ja, das hilft auch nicht weiter jetzt, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Ich rate uns allen, und das meine ich auch als Mahnung an mich selbst, und Sie können mich gerne erinnern, wenn es mir selbst passiert, ob das richtig ist, wenn wir die Begriffe übernehmen oder ob wir nicht in einer Zeit leben, ob wir nicht, ich habe Ihnen keinen Populismus unterstellt, aber wir sollten sensibel sein, ob manches Ritual, was wir uns angewöhnt haben, in der aktuellen politischen Lage wirklich hilfreich ist, meine Damen und Herren. Wir sollten fragen nach der Verantwortung der Politikerinnen und Politiker, aber wir dürfen uns als Demokratinnen und Demokraten auch den Hinweis erlauben, dass Demokratie keine Einbahnstraße ist, sondern dass Demokratie vom Mitmachen lebt, vom Sich-Einbringen lebt, und zwar vom Sich-Einbringen aller Bürgerinnen und Bürger. Demokratie ist eben nicht das Notenverteilen für Politikerinnen und Politiker. Es ist nicht das Denkzettelverteilen, sondern ist das Sich-Selbst-Einbringen. Es ist die Betonung des Engagements für das Wir statt das Verabsolutieren des Ichs. Und darauf können wir und sollten wir in einer solchen Generaldebatte auch hinweisen, meine Damen und Herren. Wir sollten das tun, weil sich eine Haltung teilweise breitmacht, die sagt, Demokratie ist es nur dann, wenn ich Recht bekomme.
Und genau das ist Demokratie nicht. Demokratie ist nicht die Verabsolutierung von Einzelinteressen. Demokratie ist der Ausgleich von Interessen. Demokratie ist nicht die Herrschaft des Rechts des Stärkeren, sondern die Berücksichtigung der Rechte von Minderheiten. Und Demokratie ist es nicht dann, wenn ich mein Interesse durchgesetzt habe, sondern wenn im Austausch der Argumente und im Austausch der Interessen in unserer Gemeinschaft wir zu guten Lösungen kommen. Und ja, da wird auch einmal mit Mehrheit entschieden, aber immer in Respekt vor der Minderheit und unter Wahrung der Rechte aller Bürgerinnen und Bürger. Und das zu betonen, gehört auch zu einem Diskurs in der aktuellen politischen Debatte. Und es macht sich eine Sprache breit, die nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Ja, Emotion gehört zur politischen Auseinandersetzung. Das weiß gerade dieser Hessische Landtag. Ja, es gehört auch Wut zum demokratischen Diskurs. Es ist auch in Ordnung, wenn Menschen wütend sind. Aber bei Hass und bei Gewalt verläuft die ganz klare Grenze in Wort und in Tat. Und darauf sollten wir alle auch Wert legen, meine Damen und Herren. Wir feiern dieses Jahr 70 Jahre Hessische Verfassung, und in dieser Hessischen Verfassung sind die Werte der Freiheit, der Vielfalt, der Offenheit seit 70 Jahren angelegt. Und es war ein jahrzehntelanger Kampf, diese Werte von Freiheit, Vielfalt, von Offenheit auch zu leben und zu verwirklichen und aus dem, was in der Verfassung steht, auch gelebte Verfassungswirklichkeit zu machen. Und da hat die Generation der 68er einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass unsere Gesellschaft vielfältiger, dass sie offener, dass sie freier geworden ist. Und ich mag diese Freiheit nicht mehr missen, die mühselig erstritten wurde in Jahrzehnten und die mühselig zur Verfassungswirklichkeit geworden ist. Und deshalb sagen wir allen, die diese Vielfalt, die diese Freiheit, die diese Offenheit jetzt infrage stellen wollen, nicht mit uns. Wir wollen im 21. Jahrhundert leben, wir wollen 2016 leben, aber wir wollen nicht zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich glaube, die Antwort auf die Verunsicherung und auf die Populisten ist, dass Politik Orientierung gibt und eine klare Haltung hat. Und die Antwort auf die Vereinfachung muss sein, dass wir eine eigene Erzählung der Demokratinnen und Demokraten haben und dass wir eine eigene Sprache sprechen. Und dass wir dem Populismus etwas entgegensetzen und dass wir auf Werte setzen. Und dass wir ganz klar machen, statt auf Renationalisierung setzen wir auf ein gemeinsames Europa. Statt auf vermeintliche Sicherheit in Einfalt setzen wir auf die Freiheit der Vielfalt. Statt auf autoritäres Gehabe setzen wir auf Toleranz. Statt auf Ausgrenzung setzen wir auf Teilhabe. Statt auf Hass setzen wir auf Menschlichkeit. Und statt auf Angst machen, setzen wir auf Zuversicht, meine Damen und Herren. Dieser Begriff der Zuversicht ist, glaube ich, sehr zentral, weil das Geschäft der Populisten ist es, Angst zu machen, Ängste aufzugreifen, Ängste zu verstärken, aber auch Ängste zu schüren. Und deshalb sollten wir Zuversicht entgegensetzen, dass wir die Herausforderungen und die Probleme in unserem Land lösen können. Meine Damen und Herren, wir in Hessen und in der Bundesrepublik, und da geht es mir jetzt nicht um die kleine parteipolitische Münze, wer hat es erreicht, haben allen Grund zur Zuversicht. Wir leben in einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung. Die Arbeitslosigkeit ist so gering wie seit 25 Jahren nicht. Die Wirtschaft floriert, die Steuereinnahmen steigen. Das heißt nicht, wir haben keine Probleme in unserem Land. Aber wir haben alle Voraussetzungen, diese Probleme zu lösen. Und das muss unser klares Gegenbild zu den Vereinfachungen der Populisten sein, meine Damen und Herren. Und bei allem Streit, den wir hier im Landtag über den Landeshaushalt auch zu Recht führen und über die konkrete Ausgestaltung, haben wir auch mit Blick auf den Landeshaushalt allen Grund zur Zuversicht. Natürlich ringen wir über den besten Weg. Aber noch nie haben wir in Hessen so viel für Sozialpolitik, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausgegeben wie mit dem Haushalt 2017, über 2 Milliarden €.
Noch nie haben wir so viel ausgegeben, dass alle Schülerinnen und Schüler gleiche Chancen an unseren Schulen haben. Über 5 Milliarden €. Noch nie haben wir so viel in die Hochschulausbildung investiert. Noch nie haben wir so viel in Polizei und Justiz investiert. Noch nie haben wir so viele Akzente in Umwelt- und Klimaschutz, in Energie- und Verkehrswende gesetzt. Wir können und wir wollen die Probleme lösen, und das sollte nicht in den Hintergrund treten bei all den Debatten, wie wir sie am besten lösen, meine Damen und Herren. Wir haben allen Grund zur Zuversicht, was die Lösungskompetenz der Politik angeht. Und das erscheint mir ganz zentral, weil das wird ja angegriffen, dass gesagt wird, die Politik kann die Probleme in unserem Land nicht lösen. Wir haben im vergangenen Jahr hier in Hessen unter Beweis gestellt beim Thema Flüchtlinge, wir können die Probleme und Herausforderungen lösen. Wir haben uns hier im Landtag parteiübergreifend mit vielen guten Anregungen der SPD darauf verständigt, einen Aktionsplan 1 auf den Weg zu bringen. Und wir haben es geschafft, den 80.000 Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, die vor Krieg, vor Gewalt, vor Verfolgung geflohen ist, hier in Hessen ein Dach über dem Kopf zu geben, erste Integrationsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, erste Sprachmaßnahmen auf den Weg zu bringen, ohne dass es zu irgendwelchen Verwerfungen in unserem Land gekommen ist, ohne dass es zu Problemen gekommen ist. Das ist eine herausragende Leistung, und das zeigt, was die Politik, die oft gescholtene Politik, in der Lage ist zu leisten, meine Damen und Herren. Und das sollte uns die Zuversicht geben, dass wir das auch in den anderen Bereichen schaffen. Und mit dem Aktionsplan 2, den wir jetzt mit dem Haushalt 2017 auf den Weg bringen, gehen wir ja genau den Weg, dass wir sagen, wir haben eine Etappe geschafft, und jetzt steht vor uns der Marathonlauf der Integration. Und auch hier ist Politik handlungsfähig. Auch hier hat Politik Antworten. Auch hier wissen wir, wie wir das gestalten wollen. Deshalb weiten wir mit dem Aktionsplan 2 die Maßnahmen der Flüchtlingshilfe und der Integration noch einmal aus. Aber wir gehen mit dem Aktionsplan 2 auch noch einmal einen ganzen Schritt weiter, weil wir sagen, wir machen nicht isoliert Politik für Flüchtlinge und isoliert Politik für Migrantinnen und Migranten, die schon lange hier leben, und Politik für Hessinnen und Hessen, die soziale Probleme haben, sondern der Ansatz dieses Aktionsplans 2 ist, es kommt nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Das ist die Zielsetzung der Sozial-, Integrations- und Flüchtlingspolitik in Hessen. Wir wollen alle Menschen bestmöglich dabei unterstützen, ihren Weg in Hessen zu finden. Und das ist doch ein Angebot, das ist doch eine Aussage für die Lösungskompetenz, die Politik hat, und für das, wo wir unser Land hinentwickeln wollen, dass alle Menschen eine gute Perspektive in Hessen haben. Und deshalb weiten wir die erfolgreichen Programme aus dem Sozial- und Wirtschaftsministerium aus. Deshalb bringen wir den schulischen Integrationsplan auf den Weg. Wir öffnen die Sprachkurse für Flüchtlinge beispielsweise aus Afghanistan. Wir bauen die Kinderbetreuung aus. Aber wir kümmern uns auch weiter mit dem Sozialbudget mit 70 Millionen € um die Probleme, die Menschen haben, die hier schon lange leben. Wir machen auch die Arbeitsmarktprogramme, bauen wir aus für alle Menschen, die hier leben. Wir kümmern uns darum, dass junge Menschen zwischen 18 und 22 Jahren noch besser dabei unterstützt werden, so sie es noch nicht geschafft haben, einen Schulabschluss zu bekommen. Wir weiten noch einmal die Mittel der Wohnraumförderung aus. Wir kümmern uns um die Städtebauförderung. Wir kümmern uns um die Gemeinwesenarbeit, weil wir wissen, dass vor Ort in den Kommunen es sich entscheidet, ob wir soziale Konflikte haben oder ob wir friedlich zusammenleben. Das alles ist der Aktionsplan 2. Wir wollen Teilhabe für alle Menschen in unserer Gesellschaft organisieren. Und ich glaube, das ist ein guter, ein richtiger Anspruch und eine richtige Antwort auf die Herausforderungen, vor denen wir im Moment stehen. Dieser Aktionsplan 2 zeigt Orientierung und klare Haltung. Und Orientierung und klare Haltung haben wir auch in den anderen Handlungsfeldern der Landespolitik. Wir verwirklichen mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit an unseren Schulen. Wir führen unsere Hochschulen bundesweit an die Spitze. Wir erhalten mit unserer Klimaschutz-, Umwelt- und Agrarpolitik unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Wir bringen die Energie- und Verkehrswende endlich auch in Hessen auf den Weg.
Wir stehen für ein buntes und vielfältiges Hessen. Das ist die Politik, das sind die Werte, das sind die Antworten, die wir geben, wenn gefragt wird, wo soll sich unser Land hinentwickeln, meine Damen und Herren. Und ich möchte hier auf einige Punkte eingehen, was wir mit dem Landeshaushalt 2017 verwirklichen. Im Bereich der Schulpolitik setzen wir den größten Ausbau des Ganztagsschulprogramms, den es in Hessen je gegeben hat, fort. Und wir setzen ihn fort, nicht ideologiebetrieben, indem wir sagen, wir wissen, was das beste Ganztagsangebot an der Schule ist, sondern wir ermöglichen sowohl den Pakt für den Nachmittag als auch die rhythmisierte Ganztagsschule nach Profil 3, so wie es vor Ort gewollt ist. Wir haben es in diesem Jahr geschafft, jeden Antrag einer Schule für den Pakt für den Nachmittag und jeden Antrag einer Schule auf eine rhythmisierte Ganztagsschule zu verwirklichen. Und mit den Mitteln, die wir im Haushalt 2017 bereitstellen, haben wir diesen Anspruch, das auch im kommenden Jahr zu schaffen. Wir kümmern uns um die Lehrerzuweisung nach Sozialindex, weil wir wissen, dass Schulen unterschiedlich herausgefordert sind, je nachdem, in welchem Gebiet sie arbeiten. Dass es da größere Herausforderungen gibt, dabei unterstützen wir die Schulen, soziale Probleme, die die Schüler mit in die Schule bringen, zu bearbeiten. Wir setzen Inklusion endlich um mit dem Ziel, dass kein Wunsch einer Mutter, eines Vaters auf inklusive Beschulung ihres Kindes mehr abschlägig beschieden werden. Wir machen die Deutschförderung. Dafür ist vieles schon ausgeführt worden. Und ja, meine Damen und Herren, wir haben auch einen neuen Lehrplan zur Sexualerziehung an der Schule auf den Weg gebracht, weil jedes Kind soll sich in unseren Schulen so angenommen fühlen, wie es ist. Auch das ist eine ganz wichtige Antwort auf Populismus, meine Damen und Herren. Wir haben unsere Hochschulen bundesweit an die Spitze geführt. Es war ja lange so, dass Baden-Württemberg da meilenweit vor anderen Bundesländern an der Spitze war. Mit dem, was wir mit dem Hochschulpakt auf den Weg gebracht haben, sagen uns die Kollegen in Baden-Württemberg, ihr seid verdammt dicht dran an uns. Und wir haben einen Bereich auf den Weg gebracht, wo uns kein anderes Bundesland etwas vormacht, sondern wo unsere Hochschulen führend sind. Das ist einmal beim Promotionsrecht für die Fachhochschulen, die jetzt Hochschule für angewandte Wissenschaften heißen, aber auch bei der Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte. Wir bringen hier wirklich bundesweit Beispielhaftes in unserer Hochschulpolitik auf den Weg, sodass mittlerweile gesagt wird, wenn es um eine innovative, wenn es um eine gute Hochschulpolitik geht, dann schauen wir nach Baden-Württemberg, aber wir schauen auch nach Hessen, meine Damen und Herren. Das ist eine Riesenleistung, die wir in den 2,5 Jahren dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht haben. Wir machen ernst mit Klimaschutz, Umwelt- und Agrarpolitik. Und da sehen wir ja gerade in Berlin bei der Großen Koalition, wie schwer das ist, für eine Umweltministerin mit konkreten Zielen und mit konkreten Einsparvorgaben von ihrer Regierung ausgestattet zu werden. Wir hier in Hessen haben diese konkreten Ziele mit dem Klimaschutzplan. Wir haben die konkreten Einsparungsziele 30% bis 2020, 40% bis 2025 und 2050 Klimaneutralität. Das ist eben der Unterschied zwischen dem, was im Bund gemurkst wird, und was wir hier in Hessen an realer Klimaschutzpolitik machen, meine Damen und Herren. Wir kümmern uns um die Ökologisierung der Landwirtschaft. Und ich sage bewusst um die Ökologisierung der Landwirtschaft und nicht nur um die Ökolandwirtschaft. Weil ja klar, wir wollen die ökologische Landwirtschaft fördern, aber gleichzeitig auch den konventionellen Landwirtinnen und Landwirten Perspektiven eröffnen, Möglichkeiten schaffen, um umweltgerechter zu arbeiten. Das bringen wir beides zusammen. Es ist nicht im Konflikt hier in Hessen, wie das in anderen Bundesländern ist. Wir kümmern uns um Biodiversität und Artenschutz, weil wir wissen, dass eine vielfältige Natur dazugehört, dass wir unsere Umwelt erhalten und für kommende Generationen bewahren wollen. Und weil der Herr Kollege Rudolph Energiepolitik und Energiewende dazwischengerufen hat,
Ja, Herr Kollege Rudolph, die Energiewende nimmt endlich in Hessen Fahrt auf. 73% mehr Strom aus Windkraft, aus erneuerbaren Energien als 2013. Die Regionalpläne Nord- und Mittelhessen sind beschlossen. Wir haben jetzt endlich die Möglichkeiten und ein Fundament in Nord- und Mittelhessen, Südhessen wird folgen, für die Vorranggebiete. Das war eine harte Arbeit, aber wir kommen auch hier immer weiter voran. Die Energiewende findet endlich auch in Hessen statt, meine Damen und Herren. Und auch in der Verkehrspolitik. Und auch in der Verkehrspolitik. Es war ein Meilenstein, als in den 90er Jahren unter rot-grüner Verantwortung die hessischen Verkehrsverbünde gegründet wurden. Es waren Meilensteine, wie wir das S-Bahn-Netz erweitert haben in den 2000er Jahren, die Odenwaldbahn dazugekommen ist. All das waren Meilensteine. Aber das, was wir jetzt haben, was Verkehrsminister Al-Wazir verwirklicht hat, mit der neuen Finanzierungsvereinbarung für die Verbünde, mit dem Schülerticket, das ist eben auch ein Meilenstein. Erstmals wird es so sein, dass alle Schülerinnen und Schüler, alle Auszubildenden für 1 € am Tag, für 365 € im Jahr den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in Hessen benutzen können. Das ist ein Meilenstein für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in Hessen, meine Damen und Herren. Und wir stehen für ein buntes und vielfältiges Hessen. Deshalb haben wir die Mittel für die Soziokultur ausgeweitet. Deshalb haben wir die Filmförderung neu aufgestellt. Deshalb machen wir den Kulturkoffer für Schülerinnen und Schüler, um sie schon sehr früh in Berührung mit kultureller Bildung zu bringen. Aber buntes und vielfältiges Hessen heißt auch, dass wir entschieden gegen Diskriminierung arbeiten und deshalb die Antidiskriminierungsstelle eingerichtet haben und im Haushalt 2017 auch Mittel vorgesehen haben für den Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt. Das ist ein buntes, ein vielfältiges Hessen, wie wir es wollen. Mit all diesen Maßnahmen geben wir Orientierung und haben eine klare Haltung in unübersichtlicher Zeit. Und, meine Damen und Herren, diese Koalition handelt verlässlich. Wir haben versprochen, die Arbeitszeit für die Beamtinnen und Beamten von 42 auf 41 Wochenstunden zu senken. Wir halten mit dem Haushalt 2017 Wort. Wir haben gesagt, wir wollen die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst verbessern, weil wir sehen, wie belastet teilweise Beamtinnen und Beamten sind. Und deshalb stellen wir mit dem Haushalt 2017 insgesamt 3.000 zusätzliche Stellen zur Verfügung, damit die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung besser erledigt werden können. Deshalb bezahlen wir vielen Polizistinnen und Polizisten ihre Überstunden aus, weil wir sehen, dass deren wichtige und engagierte und schwierige Arbeit Anerkennung braucht. Deshalb haben wir die Zulagen für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erhöht. Deshalb haben wir eine neue Zulage eingeführt für operativen Einheiten der Polizei. Und deshalb haben wir auch die sogenannte Gitterzulage für die Strafvollzugsbediensteten erhöht, weil wir gesagt haben, wir wollen die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst verbessern. Und wir halten auch hier Wort, meine Damen und Herren. Und wir vergessen nicht, dass wir bei der Besoldung auch noch eine Aufgabe zu erledigen haben, dass wir uns die Haushaltsspielräume erarbeiten wollen, dass das Beamtenrecht auch wieder dem Tarifrecht folgen darf. Das gehört dazu. Wir wissen, was wir erreicht haben. Wir wissen aber auch, was wir noch vor uns haben. Wir haben versprochen, die Landesfinanzen in Ordnung zu bringen, meine Damen und Herren. Und wir werden jetzt im Haushalt 2016 zum ersten Mal seit 50 Jahren einen Haushalt im Vollzug haben, der ohne neue Schulden auskommt. Das war ein Stück weit ein Einmaleffekt geschuldet. Aber wir haben das Ziel, dass wir das bis zum Ende der Legislaturperiode auch unabhängig von Einmaleffekten bei den Steuereinnahmen schaffen, sondern dass wir dauerhaft nach 5 Jahrzehnten in Hessen dazu kommen, dass wir nicht immer weiter Schulden auf Lasten der kommenden Generationen machen.
Und wir tun das, indem wir die Ausgaben im Blick haben, aber auch die Einnahmen, meine Damen und Herren. Wir haben die Grunderwerbsteuer deshalb erhöht, weil wir gesagt haben, es müssen alle ihren Beitrag leisten. Und wir gehen deshalb in die Verstärkung der Steuerverwaltung, in neue Steuerfahnder rein, weil wir sagen, alle müssen ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Und Steuerbetrug ist keine Haltung, Steuerbetrug ist nicht clever, Steuerbetrug ist kriminell, und deshalb tun wir dagegen etwas, meine Damen und Herren. Orientierung, klare Haltung, Verlässlichkeit, das zeichnet die Arbeit dieser Koalition aus. Und weil es ja immer wieder gefragt wird, wie arbeitet ihr so zusammen und wie ist es so? Gut ist die eine Antwort, Herr Kollege Bellino, das will ich unterstreichen. Aber vor allem wollen wir sehr bewusst anders arbeiten als die große Koalition in Berlin, meine Damen und Herren. Bei der großen Koalition in Berlin, ja, Michael Boddenberg, ja, Kollege Boddenberg, ihr müsst jetzt kurz tapfer sein, ich weiß, ihr seid da auch dabei. Bei der großen Koalition in Berlin ist ja das Arbeitsprinzip den ganzen Tag streiten, aber in der Sache nichts erreichen. Und das Arbeitsprinzip dieser Koalition ist, intern viel diskutieren, öffentlich wenig streiten, aber in der Sache etwas erreichen. Und ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was das sinnvollere und was das bessere Modell ist. Ich möchte noch einen Hinweis machen, weil auch Kollege Schäfer-Gümbel gerade so freundlich dazwischenruft, zu den Vorschlägen der Opposition und zu den Kolleginnen und Kollegen der SPD. Ich denke, das gehört ja in so einer Debatte auch dazu. Ja, das kann sein, Herr Kollege Merz, dass Sie darauf verzichtet hätten. Jetzt warten Sie doch einmal ab. Ich habe immer den Ehrgeiz, Herr Kollege Merz, Sie positiv zu überraschen. Und ich habe es immer auch noch nicht aufgegeben. Ich habe es immer noch nicht aufgegeben, dass Sie vielleicht auch einmal lächeln in diesem Plenum. Das habe ich auch immer noch nicht aufgegeben, Herr Kollege Merz. Meine Damen und Herren, wir haben gesehen, die SPD hat im vergangenen Wochenende zwei Jahre vor dem Wahltermin die Landtagswahl eingeläutet und die Vorbereitung auf den Landtagswahlkampf. Das kann man machen. Und es ist auch gut, wenn die Opposition sich auf diese Auseinandersetzung vorbereitet. Nur wenn man einen so langen Anlauf nimmt, dann braucht man auch einen langen Atem. Und ich kann nur sagen, mit Blick auf die Anträge, die Sie zum Haushalt 2017 gestellt haben, Ihnen geht schon am Start die Luft aus. Denn überall da, wo Sie erst hinwollen mit Ihren Vorschlägen und mit diesen Anträgen, steht diese Koalition schon auf dem Platz. Und das ist doch Ihr eigentliches Problem. Sie kaprizieren sich auf einen völlig verengten Investitionsbegriff, der nur nach Investitionen in Beton fragt, der nicht die Investitionen in Bildungsinfrastruktur beispielsweise einbezieht, wie ich eigentlich dachte, dass es bislang Politik der SPD ist. Und Sie greifen Felder heraus, wo überall diese Koalition auf dem Platz steht. Sie wollen etwas für die Breitbandversorgung in Hessen tun. Das ist gut. Aber wir tun es bereits. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen die Studie des TÜV Rheinland gehabt, dass wir zu den führenden Bundesländern gehören, was die Breitbandversorgung gerade auch von gewerblichen Gebieten angeht. Wir haben ein Programm aufgelegt, wie wir das weiter ausweiten wollen. Sie wollen es machen, Sie fordern es. Wir setzen es im Haushalt 2017 schon lange um, meine Damen und Herren. Sie fordern Landesmittel für den ÖPNV. Ja,
wir machen es mit dem Haushalt 2017. Wir werden mit der neuen Finanzierungsvereinbarung für die Verbünde Landesmittel investieren. Wir werden das Schülerticket realisieren. Und wir werden innerhalb von 5 Jahren 4 Milliarden € für den öffentlichen Personennahverkehr ausgeben. Sie fordern es, Sie haben es beschlossen. Wir haben es im Haushalt 2017 schon umgesetzt. Sie sagen, es würde zu wenig in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Meine Damen und Herren, wir investieren mit dem Haushalt 2017, ja, danke, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, so viel wie noch nie in die Verkehrsinfrastruktur. Übrigens auch in die Straßeninfrastruktur. Da frage ich mich als grüner Fraktionsvorsitzender manchmal schon, ob ich da mit dem Wirtschafts- und Verkehrsminister noch einmal ein ernstes Wort reden muss. Aber wenn wir über die Politik reden, dann ist das eben so. Sie fordern das, wir machen das. Sie sagen, wir sollen Stellen bei Hessen Mobil aufbauen. Sie stehen schon im Haushalt, meine Damen. Sie fordern, wir machen es. Und dieser Vorwurf, es würde zu wenig investiert. Wir investieren bis zum Jahr 2025 4 Milliarden € in die Gebäude unserer Hochschulen. 4 Milliarden €. Darf ich daran noch einmal erinnern? Wir haben als einziges Bundesland mittlerweile ist oder als erstes Bundesland mittlerweile ist Nordrhein-Westfalen nachgezogen ein kommunales Investitionsprogramm von 1 Milliarde € aufgelegt. Und darf ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass nach der Finanzkrise wir ein Bundesinvestitionsprogramm hatten und Hessen das einzige Bundesland war, was dieses Bundesprogramm noch einmal mit 1,7 Milliarden € Landesmittel aufgestockt haben. Wovon reden Sie, wenn Sie sagen, wir würden zu wenig investieren, meine Damen und Herren? Ganz doll wird es ehrlich gesagt beim Thema Wohnungsbau. Ja, ein wichtiges Thema. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Wohnungen bauen, dass wir schneller Wohnungen bauen, dass wir die Förderprogramme noch optimierter machen. Aber wir haben 1,2 Milliarden € im Haushalt 2017 für den Wohnungsbau stehen. Und ich könnte jetzt verstehen, wenn eine Opposition sagt, das reicht nicht, weil es mehr Anträge, mehr Förderanträge als Bewilligungen gibt. Aber nehmen Sie zur Kenntnis, mit den 1,2 Milliarden € genehmigen wir jeden Antrag, der gestellt wird. Und mehr als alles kann selbst eine Opposition, glaube ich, sinnvollerweise nicht fordern, meine Damen und Herren. Das Gleiche beim Thema Ganztagsschule. Wir haben doch im letzten Haushalt gemeinsam auf den Weg gebracht, und dafür bin ich der SPD ausdrücklich dankbar, dass wir 6 Millionen € zusätzlich in die Ganztagsschulentwicklung zur Verfügung stellen. Und diese 6 Millionen € führen dazu, ich habe es vorhin schon gesagt, dass wir auch jeden Antrag einer Schule auf rhythmisierte Ganztagsschule umsetzen. Und das werden wir und wollen wir auch 2017 machen. Und dennoch sagen Sie, das reicht nicht. Mehr als alle Anträge genehmigen geht auch in diesem Themenfeld nicht, meine Damen und Herren. Es ist ein bisschen so, dass die konzeptionellen Gegenentwürfe ich so richtig in dieser Debatte nicht entdeckt habe. Ich habe gehört, dass man mehr noch ausgeben soll, dass man die Ansätze noch verstärken sollte, die diese Landesregierung macht. Und ich kann ehrlich gesagt damit ganz gut leben, wenn die Forderung ist, mehr schwarz-grüne Politik. Damit kann ich ehrlich gesagt sehr gut leben. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, es sind unübersichtliche Zeiten, und ich glaube, die beste Antwort auf unübersichtliche Zeiten ist, dass wir zuversichtlich rangehen an die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen, dass wir die Probleme sehen, dass wir aber betonen, wir haben für diese Probleme auch Lösungen.
Das ist der Ansatz dieser Koalition. Wir gehen heran mit einer Politik, die Orientierung bietet, die eine klare Haltung hat und die verlässlich arbeitet in diesem Jahr, im nächsten Jahr und auch in den weiteren Jahren dieser Legislaturperiode. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.